Wir sind zurück beim nächsten Achtelfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg. Gab gerade noch eine ganz tolle Aktion vom VfB. Wurden Trikots und Fanartikel von den Spielern verteilt im Publikum als Dankeschön für die Atmosphäre. Eine tolle Geste bei den Stuttgartern. Auch hier ist es schwierig, einen Favoriten auszumachen. Das ist der Tempo Dribbler. Top Tick, der hier jetzt diesen Ball aber verliert. Top Tick auch mit 9 Treffern, der zweite erfolgreichste Schütze der Stuttgarter in der Oberliga. Wo der VfB den dritten Platz belegt. 27 Punkte nach 13 Spielen. Stuttgarter ja der zweiterfolgreichste Verein in der Freeway Cup Geschichte. 3-mal konnte man den Pott bereits gewinnen, zuletzt 2013. Nur die Berliner haben ihn einmal mehr gewonnen. Das heißt, bei einem Erfolg in diesem Jahr könnte man leicht ziehen und zum Rekordsieger des Freeway Cups aufsteigen. Zuzutrauen ist das den VfB-Jungs allemal. Jetzt aber ist die Wolfsburger mit dem Ball abgefälscht und das gibt Ecke. Marco Manduzio. Aber jetzt gut verteidigt da von Toptik, der jetzt losdribbelt, aber wieder hängen bleibt an den Wolfsburger Abwehrbeinen, die sehr konzentriert, sehr energisch verteidigen. Offene Partie bis dato. Und der Wechsel beim VfB. Ist auch eine klassische 2-2-Aufstellung. Beide Stürmer sehr, sehr weit im Feld, um das Spielfeld groß zu machen. Und dann das Anspiel ins Zentrum und die schnelle Drehung. Gute Aktion da von Marc Onoa. Jetzt auch das Pressing von Onoa. Energisch engagiert. Da hat Niklas Kölle den Ball. Für Wolfsburg. Auch bei Wolfsburg jetzt viel Bewegung, viele Kreuzbewegungen. Stuttgart verteidigt das, aber sehr engagiert. Wieder Onoa. Ball bleibt im Spiel. Und der Keeper der Wolfsburger, Jannis Tasche, spielt mit und kommt vor Gumu an den Ball. Schön abgelegt da der Ball, aber Stuttgarts Kapitän Tim Rudloff verhindert da Schlimmeres. Ball zurück auf Keeper Jerome Weisheit im VfB-Tor. Macht einen richtig guten Eindruck hier bisher im Turnierverlauf, Weisheit.
Jetzt sind energisch eingerollt. Aber die Wolfsburger klären wieder. Also wir sehen ein Spiel mit zwei sehr, sehr konzentrierten Abwehrreihen. Jetzt aber die große Chance für den VfL. Marius Wegener. Diesen Abpraller von der Bande über das Tor gesetzt. Jetzt wieder Weisheit auf Rudloff. Weisheit. Bogalski. Weisheit. Versucht's mal mit dem Schuss. Und der Abpraller. Wird fast noch gefährlich. Ballbesitz für den VfB Stuttgart. Jetzt der Blockwechsel erfolgt. Kamenis mit dem Einroller auf Weisheit. Jetzt hat er das schön verarbeitet. Jonas Preuß hat den Ball der erfolgreich erkämpft. Es gibt Freistoß für den VfB. Das war die Situation, wo die Dortmunder ja eben sehr stark waren. Mal gucken, was Stuttgart zu bieten hat. Die Idee war auch nicht so schlecht. Der Ball jetzt über die Bande und dann das Tor. 1:0 für den VfB Stuttgart. Assad, Top-Tick. Schöne Kombination da über die Bande. Jonas Preuß. Tolle Idee. Und der VfB führt. War fast klar, dass eine Standardsituation in diesem Spiel der Dosenöffner sein muss für eine Mannschaft. Und jetzt war's für den VfB. Spiel wieder beruhigt. Manduzio auf Weisheit. Wieder Manduzio. Da ist wieder Top-Digger. Die Bälle jetzt ja gut. Hält und verarbeitet. Wolfsburger Attacchini mit zwei Mann. Jetzt der Gegenangriff der Wolfsburger. Klasse rübergespielt. Und dann das 1:1. Tolle Einzelleistung hier. Erst von Wolfsburg. Yannick Möker. Und dann vollendet Mike Wilhelm. Diese energische Energieleistung. Zum 1:1. Jetzt wieder der Aufbau. Über Weisheit. Den Ball auf Top-Tick gespielt. Der Ball wieder quergelegt. Von Jonas Preuß, aber Jannis Tasche vom VfL im Tor zur Stelle. Und wieder der Wechsel beim VfB. 5,5 Minuten haben wir noch knapp. 1:1. Zwischen den beiden Teams. Das ist Gumu. Und jetzt gut abgeschirmt. Clever gemacht von Nick Otto. Vom VfL. Aber ein Handspiel zu erkennen. Keine Absicht, aber trotzdem korrekt gepfiffen. Freistoß für den VfL Wolfsburg. Ungleich. Yannick Möker Maß nehmen will, der eben dieses 1:1 so toll vorbereitet hat. Mit einer Energieleistung. Und jetzt fast trifft, aber dann ist Weisheit da. Und dann der Abpraller wieder Weisheit und dann ist er bei dem Tor.
Mike Wilhelm. Da hat Weißhardt alles versucht, aber seine Vorderleute etwas geschlafen, weil die zweiten Bälle zweimal beim VfL landeten. Und so kann Mike Wilhelm hier seinen Doppelpack schnüren. 4 Minuten 30 haben wir noch auf der Uhr. Der VfB muss was tun. Das war stark gehalten. Guter Abschluss da von Gumu. Aber Janis Tasche war zur Stelle. Da ist wieder Gumu. Also Stuttgart muss jetzt entweder das zielstrebiger werden. Muss sich mehr Chancen erarbeiten. Da hapert es noch etwas dran. Spielen nicht schlecht, aber brauchen wesentlich mehr Torabschlüsse. Jetzt gutes Pressing da. Weißhardt hat den Ball und kann wieder aufbauen. Also Stuttgart muss jetzt was tun. Das ist wenig Bewegung gerade. Sehr statisch. Gumu und Kapitän Rudloff vorne. Rudloff. Quergelegt auf Gumu. Der verpasst den Ball. Und dann ist Janis Tasche da. Trotzdem Stuttgart in meinen Augen am Anfang des Spiels etwas beweglich, etwas dynamischer. Das Spiel ist jetzt doch etwas statisch geworden. Jetzt nochmal der Einroller mit Wilbrod Gumu. Hat noch richtig keine Anspielstation gefunden. Die Zeit geht weiter. Knapp 3 Minuten gespielt. Wieder Ballbesitz für die Stuttgarter. Und jetzt hintenrum der Ball gerollt. Rogalski erstmal zurück zu Weißhardt. Wieder Rogalski und Weißhardt. Ball geht ins Aus. Und die Wolfsburger wechseln. 2:20 noch auf der Uhr. Auch Stuttgart wechselt. Winkt nochmal frische Kräfte. Vorne jetzt Jonas Preuß und Assa Toptik. Der Schütze eben zum 1:0 für den VfB. Oh, da ist Preuß. Der gewinnt den Ball. Disparkert von zwei Leuten und kriegt den Freistoß. Jo. Jetzt sind es noch genau 2 Minuten. Da ist wieder Weißhardt. Versucht es und ihm gelingt fast das Tor. Nachschussversuch von Johannes Kamenis. Noch genau 90 Sekunden sind es jetzt. Jetzt der Ballgewinn für den VfB. Toptik, aber dann ist Janis Tasche da. Starke Leistung des VfL-Keepers in diesem Spiel. Ist ja immer zur Stelle gewesen. Stuttgart rennt noch einmal an. Da ist Weißhardt. Schirmt den Ball gut ab. Freistoß. Und wir haben noch 60 Sekunden. Jetzt nochmal eine Ermahnung von Schiedsrichter Westermann. Und jetzt ist er. Toptik legt den Ball quer. Wieder Wolfsburger Bein dazwischen. Der Abstand muss auch eingehalten werden. 50 Sekunden noch auf der Uhr. Jetzt die Zeit angehalten. Eine Rolle erfolgt und dann gibt es nur Abstoß. Jetzt müsste die Zeit genau noch angehalten werden. Passiert jetzt auch. 43 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Also der VfB braucht einen schnellen Ballgewinn und dann noch einen konstruktiven Angriff, um das 2:2 zu schaffen, um sich hier ins 9-Meter-Schießen zu bringen. Das war ein Fehler von Tasche. Und das war die Riesenchance für Jonas Preuß. Jetzt aber mit der Bande. Was für ein Tor. 33 Sekunden vor Ende. Assad Toptik mit der Bande das Tor. Es ging ein Fehlpass von Tasche voraus. Oh, bitter für Wolfsburg. Aber natürlich fantastisch gemacht vom VfB-Stürmer. Toptik, klasse.
Zeit war im Angehalten. Das heißt, wir haben jetzt noch genau 20 Sekunden auf der Uhr, um ein 9-Meter-Schießen zu verhindern. Das ist Tasche. Stuttgart presst jetzt. Top-Tick wieder. Zeit ist angehalten, Freistoß Wolfsburg. 9 Sekunden auf der Uhr. Spieloption wieder weiter. Quergelegt das Ding auf die linke Seite. Aber geklärt. Und das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein. 2 Sekunden, 1 Sekunde. Das Spiel ist aus. 2:2. Es geht in die Verlängerung. Das war sie ins 9-Meter-Schießen natürlich. Es ist bereits das dritte 9-Meter-Schießen im Turnierverlauf. Die Stuttgarter mit dem späten Ausgleich. Die Schützen sind bestimmt. Die Mannschaften schwören sie noch einmal ein. Hier im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale des Freeway Cups. Natürlich stehen auch jetzt die beiden Keeper im Vordergrund, Jerome Weisheit und Jannis Tasche. Wir sind gespannt. Der Ball liegt schon auf den Punkt bereit. Und die Wahl hat entschieden, dass der VfB Stuttgart vorlegt und beginnt. Und der Mann, der die Stuttgart da überhaupt erst in dieses 9-Meter-Schießen gebracht hat, Assa Toptik, wird beginnen. Der Ball ist am Tor und links 3:2 Stuttgart. Und auch bei Wolfsburg gab es einen Doppeltorschützen und er tritt jetzt an. Mike Wilhelm für den VfL. Weißhardt hält den Ball. Es bleibt beim 3:2. War nicht so schlecht geschossen, aber Weißhardt einfach an der richtigen Ecke. Hat sich lang gemacht. Tolle Parade des Keepers. Nochmal, bisher im Turnierverlauf ganz, ganz starke Eindruck hinterlassen. Und jetzt die Stuttgarter. Kapitän Rutloff trifft zum 4:2. Und jetzt hat sich Leon Bürger den Ball auf den Punkt gelegt und versucht, Wolfsburg anzubringen. Und er trifft unten links ins Tor. 4:3 nach zwei Schützen. Der nächste Stuttgarter ist Marco Manduzio. Auch der Ball liegt sauber auf dem Punkt. Rollt jetzt etwas nach vorne. So, Korrektur geht's. Ein Linksfuß. CR7 Schuhe. Und die helfen. Er trifft zum 5:3 für den VfB. Marco Manduzio.
Und wiederum Niklas Kölle für den VfL Wolfsburg. Verzögerter Anlauf und das Tor. Keeper verladen. 5-4. Insgesamt eine sehr gute Trefferquote bei allen 9-Meter-Schießen. Und jetzt Jonas Preuß, auch er mit einer ganz starken Leistung, fand ich, in diesem Spiel gerade. Will das jetzt krönen und vergolden mit am Tor. Er krönt es, indem er links halb hoch trifft zum 6-4. Und jetzt ist der Druck schon da bei Yannick Möker gegen Jerome Weisheit. Es gewinnt Yannick Möker und hält den VfL im Spiel 6-5. Und jetzt Johannes Kamenis, der Hühne, tritt an mit ganz langem Anlauf. Kurzen Schritten, oben rechts ins Tor zum Sieg für den VfB. Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Viertelfinale und trotzdem schönen Dank an den VfL Wolfsburg. Bei VfL Wolfsburg.